Mit Produkten aus der Region für die Region. Herzlich willkommen beim Sommerspezial von Jeanne Kocht. Ich habe sie aufgefordert, mir ihr Lieblingsrezept einzuschicken. Heute bin ich im Kanton Uri und zwar in Seedorf. Hier hat das Rezept von der Frau Anna Troxler gewonnen. Bei ihr gehe ich jetzt gerade vorbei. Frau Troxler, Sie haben diesen wunderbaren Schokokuchen hier gemacht. Was muss man machen, dass der so luftig rauskommt? Ja, gute Warne, Rahm, Eier, Schoki, Mehl, ein bisschen Backpulver. Und das ist tiptop und wird ziemlich feucht. Und man muss ihn einfach den Tag vorne machen. Dann ist er noch besser. Frau Troxler, danke vielmals für das Rezept. Der sieht jetzt super fein aus. Den gehe ich jetzt auch gerade heim backen. Für den Schokokuchen nehme ich 250 Gramm Zucker und 4 Eier. Die schlage ich mit der Küchenmaschine zu einer hellen, dicken Creme auf. Jetzt kommen 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Schokipulver und 1 Teelöffel Backpulver dazu. Das alles tue ich wieder gut mixen. Ein kleines Gütterli Vollrahm habe ich steif geschlagen. Das ziehe ich jetzt unter die Masse. Die Springform tue ich mit einem Ankerpapier ausreiben und fülle dann die ganze Schokimasse rein. Jetzt kommt das für etwa 35 bis 40 Minuten in 180 Grad heissen Backofen rein. Am Schluss tue ich den abgekühlten Schokikuchen noch mit Puderzucker bestreuen. Das war das Rezept aus dem Kanton Uri. In einer Woche zeige ich Ihnen ein Siegerrezept aus dem Kanton Schweiz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ade miteinander. Mit Produkten aus der Region für die Region.